Moinsen, in diesem Video gibt's mal wieder die besten Technik-News der Woche. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. iPad Mini Redesign, das ist Thema Nummer 1. Das iPad Mini gibt's schon sehr, sehr lange und ich glaube seit ca. 6 Jahren gab es da kein neues Redesign, doch jetzt soll es soweit sein. Durch das neue Design sollen wir natürlich auch ein neues Display bekommen, wahrscheinlich sogar ohne Fingerabdrucksensor, das heißt ohne dicke Rahmen, sondern auch wie beim iPad Air dünne Rahmen drumherum. Das heißt, das Design ist abgerundet, aber die Kanten sind trotzdem eckig und markant. Durch die dünneren Rahmen sollen wir dann auch ein größeres Display bei gleicher Gehäusegröße bekommen. Und wenn wir keinen Fingerabdrucksensor unten drunter haben, dann haben wir Touch ID oben im Sensor und der soll sehr, sehr schnell sein. Außerdem werden wir wahrscheinlich einen A14-Chip bekommen, das heißt, der ist auf jeden Fall echt potent und sollte für alles reichen, von Gaming bis Videoschnitt, Fotobearbeitung. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Gerät, sehr kompakt, aber auch sehr stark. Interessant wird sein, wie teuer das Gerät ist. An sich finde ich es aber sehr, sehr interessant. M1X MacBooks. Das ist unser zweites Thema und Apple hat indirekt bestätigt, dass wir neue MacBooks bekommen und dass der M1X da drin sein wird. Dass wir ein 14 bzw. 16 Zoll MacBook bekommen werden, war ja relativ klar. Dass es da der Nachfolger vom M1 drin ist, auch. Aber dass er wahrscheinlich jetzt M1X heißt, ist somit das erste Mal offiziell, in Anführungszeichen. Es gab jetzt den Stream der WWDC auch on demand und da wurde in den Tags der Tag M1X MacBook Pro und der Tag M1X gefunden. Und Apple braucht ja keine Suchmaschinenoptimierung, die nahelegt, dass sie das nur deswegen gemacht haben, weil dann hätten sie auch iPhone 13 oder so reinpacken können, was viel mehr gesucht wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das tatsächlich der offizielle neue Name der Chips ist. Das nächste Kapitel ist nicht ein generelles Technikthema, sondern das Thema, dass ich dieses Jahr 100 Abonnenten erreichen will. Und wenn ihr mich dabei supporten wollt, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert fleißig und lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich freuen und weiter geht's. Die Facebook Smartwatch. Facebook soll nämlich an einer eigenen Smartwatch mit eigenem Betriebssystem arbeiten, um von Apple und Samsung beispielsweise unabhängiger zu sein. Bis jetzt wissen wir nur, Facebook arbeitet an der Smartwatch, hat 1 Milliarde Dollar investiert und sie soll natürlich die ganz normalen Smartwatch-Funktionen bieten, aber auch noch etwas mehr. Denn viele wünschen sich an der Smartwatch eine Kamera und diese Smartwatch soll sogar 2 Kameras bieten. Eine für normale Fotos und Videos und eine für Videotelefonate. Könnte sehr interessant werden, aber es ist natürlich so, wer jetzt eine Smartwatch haben will, hat schon eine. Und ob dann jemand auf eine Facebook-Smartwatch wechselt, vor allen Dingen die Jüngeren, eher unwahrscheinlich, aber trotzdem interessantes Thema, wie ich finde. Galaxy S21 FE Produktionsstopp. Über das S21 FE wissen wir schon relativ viel, vor allen Dingen kennen wir das Design. Es soll aussehen wie ein S21, aber mit ein paar Abstrichen. Jetzt ist es wohl so, dass es zu einem Produktionsstopp kommt, denn es soll nicht genug Snapdragon 888 Chips geliefert werden können. Und da das S21 FE sich natürlich häufig verkaufen wird, beziehungsweise Samsung will das, soll es natürlich auch viel produziert werden. Und wenn die Chips nicht da sind, ist es natürlich nicht möglich. Galaxy Studio Buds. Ein weiteres Datum, was ich euch nennen kann. Denn der Release soll am 21.07. soweit sein. Man sieht nämlich immer mehr Social Media Stars, die die Kopfhörer haben. Und so sind wir uns auch relativ sicher, wie sie aussehen werden. Und das ist interessant, denn sie sollen wahrscheinlich so aussehen wie die AirPods Pro der zweiten Generation. Die werden wahrscheinlich einfach sehr beliebt sein, weil sie von Apple sind und die Nachfolger der sehr beliebten AirPods Pro und deswegen auch beliebter als Kopfhörer von Beats. Deswegen auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und was können die AirPods Pro 2 dann wahrscheinlich? Zum einen Design neu, so wie bei den Beats Studio Buds. Was daran interessant ist, ist, dass wir das wahrscheinliche Design der AirPods Pro 2 jetzt schon sehen. Weitere Funktionen sind ja relativ vage. Da müssen wir wahrscheinlich auf den Release der AirPods Pro 2 warten. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal für mehr. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein.
Bye.